Wo war die Treppe? Es ist... Hä, wo war die Treppe gewesen? Lichter? Ah, hier. Mach mal so. Nur mal kurze Info. Aber wie geil, dass der dann hier drin steht, finde ich irgendwie auch total cool. Wenn man dann auch irgendwie so eine Ausfahrt machen könnte, wäre das schon geil. Hat irgendwie was, ne? Nur das Problem mit dem Fahrzeugrufen ist dann doof, weil du kannst hier drin nicht rumfahren, ne, oder? Das ist ja ulkig. Das ist ja voll ulkig. Wenn man jetzt noch... Wenn man jetzt noch irgendwie hier so eine Tür bauen könnte für den. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Aber schade, die Idee ist geil irgendwie. Warte mal, wir haben so Holotüren, ne? Aber dann kannst du bestimmt nicht rausfahren mit, oder? Bestimmt nicht. Antimaterie brauchen wir dafür auch übrigens. Und das funktioniert bestimmt nicht. Okay, dann müssen wir uns das nochmal ein bisschen anders überlegen. Das Fahrzeug muss da mal raus, auf jeden Fall. Wie kriege ich denn das Fahrzeug jetzt da raus? Oh. Okay. So. Das soll auf jeden Fall so ein bisschen so bleiben, aber noch ein bisschen anders, wie ich mir das vorstelle. Warte mal. Noch eine Etage höher vielleicht. Wie gesagt, ist erstmal nur so eine grobe Konstruktion, damit ich ungefähr weiß, wie ich das dann gleich mit den Glasklamotten bauen kann. Die Farbe Orange stimmt schon mal auf jeden Fall, weil das mit dem Auto soll orange bleiben. Weil der Typ soll ja auch ein vernünftiges Büro bekommen. Ja, fällt das Auto denn jetzt auch wieder da durch, wenn ich das jetzt hier rufe? Huch. Okay, es würde die ganze Zeit irgendwie da, irgendwie komisch durchfallen. Ich weiß gar nicht warum. Aber das Auto ist da. Da, wo es eigentlich hin soll. Das ist ja die Hauptsache. Aber es fällt nicht dahin, wo ich es hinhaben möchte. Okay. Mach's mal anders. Spieler im Objekt. Ja, ist klar. Das heißt, ich werde mal eben einsteigen. Nochmal wegfahren. Das Ding hier. Vielleicht mache ich das auch ganz anders, weil ich würde gerne, weil wir haben ja hier... Oder noch eine Etage höher, aber das wirkt dann, glaube ich, zu imposant, oder? Da oben dann die Dings drauf. Wo haben wir denn die... Warte mal, ich schau mal eben. Wo haben wir denn... Ach, das sind die Raumteile mit der Garage, ne? Genau, ich würde hier gerne so Garagentüren auch bauen. Wo man dann auch so reingehen kann. Die dann aber nur so quasi so als Dekozwecke dienen. Das ist ja ulkig. Ach, Kohlenstoff brauchen wir dafür. Okay, die Tür ist, glaube ich, überflüssig. Ach krass, wir brauchen Kohlenstoff dafür. Das ist natürlich super. Und das Schöne ist, wir haben nicht so viel Kohlenstoff in der Nähe, oder? Ach doch. Ich glaube, ich weiß, wie ich das baue. Ich glaube, ich weiß. Ich hoffe, ich habe noch hinten noch genug Platz. So, ich bin so schlau, ich hatte auch Kohlenstoff weggeworfen, ne? Gut, kann man ja auch natürlich nicht wissen, denn dass man so viel Kohlenstoff braucht. Ach, guck mal hier.
Jede Menge Kohlenstoff. Was haben wir hier? Oh. Hat er nicht gesehen. Lalalala. Guck mal, der kriegt so eine pisselige Basis und der mit dem Fahrzeug hier vor so eine Riesenbasis. Ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme. Weil wir kriegen ja später noch so ein Riesenfahrzeug, ne? So ein LKW-mäßigen. Ich lösche das nochmal. Wenn ich das noch höher baue, ist das doch zu groß, oder? Wo ist denn jetzt die... Warte mal. Mach das mal anders. Ich fahre den mal nochmal weg hier ein bisschen. Lalalalalalalala. Fahr den mal hier hin. So. Wo haben wir die Klötze? Die Wände brauche ich jetzt mal eben. Hier die Wände. Weil ich würde gerne... Nee, Quatsch. Die Fahrzeugklamotten, genau. Und so würde ich das gerne so machen, dass wir dann... Die Fahrzeugstation, hallo? Hallo? Fahrzeugstation. Und Fahrzeugstation. Da brauchen wir noch Iridium. Haben wir bestimmt noch irgendwo. Bestimmt noch in dem blauen Container. Und wir müssen so ein Gebäude bauen, wo das Lagersystem drinsteckt. Das wäre noch geil. Iridium. Gehen wir mit. Ja. Ich kann mich mal eben schnell aufwärmen. Bei unserem Botaniker. Ich weiß, das sieht jetzt noch nicht so toll aus. Das sieht jetzt noch ein bisschen so klobig aus, aber das wird alles. Warte noch mal eben bis hier. Das mit dem Sturm ist so das Einzige, was mich gerade so ein bisschen an unserem Planeten aufregt. Aber gut, damit kann ich eigentlich gut leben. Ich schütte mir nochmal eben schnell was zu trinken ein. Wie kann ich es mir erlauben, in einem Let's Play was zu trinken einzuschütten? Das ist ja unfassbar. So. Ich schau mal, wie ich das mache. Ob ich das vielleicht nochmal eine Idee breiter baue? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, warte. Ach, wir brauchen noch eine galvanische Zelle und einen dynamischen Resonator. Haben wir einen dynamischen Resonator noch irgendwo rumfliegen? Oder können wir den bauen vielleicht? Dynamischer Resonator. Ach, da unten. Antimaterie, Kryosonit und mikrodichtes Gewebe. Platin haben wir. Wir brauchen... Antimaterie haben wir. Haben wir Kryosonit eigentlich? Da geht's schon los. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das... Ja, Kryosonit haben aber nicht genug von. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Hoverbike, wollte ich gerade sagen, finde ich jetzt nicht so pralle, ne? Ist jetzt nicht so toll. Da finde ich den Buggy schon irgendwie interessanter. Ich glaube, ich mache das auch... Sehr schön, dass sich der Sturm auflöst. Das ist schon mal super. Also ich kann mal eben hier gucken, wie ich das bauen kann. Wie ich mir das vorstelle. Da kann ich es nicht bauen. Warum? Oh nein, hier bin ich schon raus aus der Dings. Oh nein. Kann ich das nochmal abbauen, ohne dass ich irgendwas verliere? An Materialien. Fick dich! Dann lösch doch irgendwas. Ist es doch egal. Wie spiele ein Objekt? Ich stehe doch gar nicht da drin. Ich fange an zu zittern. Merkst du was? So. Ja, so stand der gerade richtig. Ja, genau. So. So will ich es haben. Ja, irgendwie so. Passt schon.
So, warte. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Das muss erstmal weg. Das muss erstmal hier hin. So. Ungültige Position. Na, hier kann ich auch nicht bauen, oder was? Hallo? Doch, kann ich. So. Was? Nicht genug Ressourcen. Nein! Okay, also ich glaube, ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Ich will hier eine Wand hinzimmern, sodass das Fahrzeug da drin spawnt und man dann immer hier so rausfährt aus der Halle. Und oben soll dann das Büro dann rein. Und hier oben soll dann quasi, das soll weg. Da können wir mal eben das so hinbauen, wie ich das haben möchte. Dann, dafür haben wir ja genug die Ressourcen. So, warte. Ich würde es gerne... Wieso kann ich es nicht... Aha. Nee, hör auf damit. Uah. Wieso? Ich finde super, dass man auch beim... Ja, genau so. So viel... Oh, wir haben kein Glas mehr. Oh, verdammt. Wir haben aber noch genug Kryosonit. Oder Kryozagen. Nicht Kryosonit, Kryozagen. Finde ich gut. Man braucht ja anscheinend auch nicht so viel Glas für die ganzen Sachen. Meistens immer so um die 2. Aber finde ich ganz cool. Und wir werden definitiv gleich noch eben auf... also denke ich mal, dass wir noch auf Dings gehen werden. Auf Ryogogen-Suche gehen werden. Wenn nicht, machen wir das beim nächsten Mal. Ich bin mir nicht... Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal schauen. Wie Fahrzeugtechnologie... Hä? Ich würde gerne... Ungültige Position. Deine Mama ist eine ungültige Position. Hallo? Lismara, wieder da. Hallo Lismara, willkommen zurück. Hallo? Alter. Ja, genau so wollte ich bauen. Wieso dreht er das denn nicht? Da war es gerade, es war gerade richtig. Pixel genau bauen. Hallo? 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 Kennst du das, wenn das Auge anfängt zu jucken oder zu zucken? Alter. Es war doch gerade richtig. Da war's. Da war's doch. Da, 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 ja, ja. Oh Gott sei Dank, Alter. Mir geht gleich einer ab. So. Genau, und hier soll dann die Wand hin, da brauchen wir noch Kohlenstoff für. Hier kommt das Auto dann runtergeploppt, ne? Dahinter soll eine Wand hin. Genau, zack. Und dann kann man dann hier so rausfahren durch die Halle. Ich renne mal ein bisschen. Ne, das soll dann quasi dann hier so die Autohalle werden mit Werkstatt. Da hinten ist ja dann unser... Alter, wie geil das einfach aussieht, was wir da gebaut haben. Das ist ja mega. So, und dann kriegt der jetzt hier erstmal seinen Eingang. Wo ist denn die Treppe? Hier. So, dann kriegt er erstmal hier die Treppe rein. Der kriegt auch Fenster. Bin gerade überlegen. Wir haben ja noch die anderen Raumstrukturen, ne? Hier. Alter, das ist ja geil. Das ist ja eine geile Idee. Da kannst du oben langlaufen, kannst aber auch unten gucken, wie die Autos da langfahren. Das ist ja mega. Sieht aus gerade wie irgendwie so eine Schwebebahn oder so. Okay, so. Tür hat er drin. Na, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir drin ein bisschen ausbauen. Oben soll das Bürogebäude sein. Oben sollen auch die Fenster rein. Warte mal, Fenster können wir von hier draußen machen, wenn wir schon hier dabei sind. So, wo haben wir die Fenster? Da ein Fenster, da ein Fenster, da ein Fenster. Wir wollen auf jeden Fall eine Wand definitiv
Machen wir hier so Guckfenster auch rein? So, so. So und hier so einen, noch einen. Das hat irgendwie was, ne, finde ich. So, warte. Und hier unten so kleine Guckfenster. Andere Seite auch, warte. Hier machen wir noch einen hin und hier noch einen hin. So, dann kann man da durchgucken. Dann kommt die Treppe, dann kannst du da oben lang gehen, kannst dazwischen auch lang laufen. Und, um auf die andere Seite zu geraten. Und dann da oben machen wir jetzt dann... Warte, auf der anderen Seite machen wir auch nochmal die Fenster eben rein. Aber warte, wir müssen erstmal gucken, wie wir den Typen da drin irgendwie... So, gehst hier rein. Am besten auf der anderen Seite machen wir auch noch eine Tür. Warte mal. So, hier eine Tür hin. So. Eine kleine Treppe, ein Einstieg quasi. Ja, wie gesagt, das soll ja unser Handwerker hier werden. So, hier müssen wir irgendwie... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Unschlüsselig. Warte. Wo ist die Treppe? Da. Ja, genau so. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen breiter bauen. Ich glaube, wir müssen das eine Nummer breiter bauen, weil sonst wird das, glaube ich, nichts. Auch mit dem Mittelgang nicht. Nichtsdestotrotz ist es nicht so schlimm, finde ich, weil... Oh, wir haben kein Glas mehr. Oh, verdammt. Warte. Nein! Wir haben keine Kryozagen mehr. Wir können nicht mehr weiterbauen. Verdammt. Wegen Glas. Uns fehlt das Glas. Verdammt. Ich hatte mir jetzt so vorgestellt, dass man hier so eine Treppe baut, ne? Eine Nummer breit. Huch, hallo? Eine Nummer breiter. Dann kannst du hier so rausgucken. Tralala, ne? Kannst du rübergehen. Ne? Hier gehst du dann rüber. Kannst hier so gucken. Ah ja, hier sind die Fahrzeuge, wenn die alle repariert und so. Und pipapo. Und hier so gucken, ne? Dann können die hier so rausfahren. Und hier auf der anderen Seite soll er dann oben, auf der oberen Etage dann. Ne? Dann kannst du hier noch eine Etage höher gehen. Und dann soll der hier oben, voll geil, auf der anderen Seite auch noch Fenster, soll er hier oben sein Büro kriegen, der Typ, der Mechaniker. Voll geil. Stell ich mir richtig geil vor. Aber wir können ja wenigstens mal eben den Typen hier gerade mal sein Büro bauen. Das können wir ja machen. Bau den mal hier hin. So. Ja, 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 ja. So, Dekoration haben wir auch. Der kriegt auch wieder so einen Schreibtisch. Schreibtisch in Orange, wenn dann bitte. Farbe Orange. Der steht dann auch hier irgendwie am Schreibtisch. So, warte. So. Genau. Dann kriegt er hier irgendwie so eine Tafel hin hier oben. Waffen, obwohl, keine Ahnung, weiß ich nicht. Können ja auch irgendwelche mechanischen Sachen sein, so Schraubenzieher oder so. So, hier machen wir irgendwie eine Tafel hin. Dann dekorationsmäßig kriegt er natürlich auch so Aktenschränke, damit es aussieht, als würde hier gearbeitet werden. Hör auf mich anzubrüllen, ich bin sensibel. So. Ja, nochmal einen Schreibtisch hin. Dann kriegt er hier so einen Banner. Am besten den hier. Einmal dahin, einmal hierhin. Was das ausmacht, wenn man das dekoriert hier, das ist unglaublich. Hier kommen dann die Sitzplätze hin für die Leute, die warten. Ich glaube, ich nehme... Ja, diesen Stuhl. Ne, hier so Besprechung quasi mit dem Typen. Ja, so, hier sind dann die Stühle, mit denen du quatschen kannst, bla bla bla. Hier hast du nochmal so ein Tischchen. Da kannst du dich dann auch nochmal dran setzen mit dem. Warte, dann machen wir nochmal hier. Der atmet mir gerade ins Öhrchen, ich weiß nicht warum. So, dann hier so. Dann haben wir noch hier die Belüftung wieder. Die machen wir wieder hier hin. Hier auch noch eine hin. Und ja, so ein paar Kästen hier kommen. Damit das so nach etwas aussieht. So. Und schon ist es dekoriert und schon, muss man sagen, macht das einen ganz anderen Eindruck. Ne? Wie gesagt, jetzt kriegt er hinter noch Fenster wahrscheinlich oder noch einen weiteren Bereich. Möchte aber die Stühle ein bisschen umrücken, muss ich sagen. Weil die mir nicht richtig stehen. Die stehen mir zu weit weg.
Man soll an den Schreibtisch drankommen, wenn man als Spieler da hingeht, aber auch gleichzeitig soll es so ausgehen, als wäre das so ein Besprechungsschreibtisch. Machen wir das so. Da kann man nämlich hier noch gemütlich durchgehen und man kann mit ihm quasi quatschen. Das ist sehr geil. So. Genau, da kommen hier noch Treppen hin, vernünftige, ne? Ist ja noch alles so pipapo. Und dann kannst du hier runtergehen, tralala. Und dann hast du wahrscheinlich hier auch nochmal eine Tür. Wahrscheinlich, wo dann nur zur Werkstatt geht, wo dann die Fahrzeuge dir angucken kannst und alles. Und hier sollen dann die Wände hingezogen werden, damit die zu ist. Das ist so geil. Das wird so mega. Ich glaube, das wird richtig cool. Also mit diesem Glas jetzt, wie gesagt, wir finden das hier auf Eisplaneten, habe ich rausgefunden. Glas und so. Das wird, glaube ich, richtig geil. Das wird, glaube ich, richtig mega. So, das Hover-Auto fahren wir auch mal da rein. Das ist schon cool. Also, es macht so viel Spaß. Es hat so viel Mehrwert durch diesen Baumodus. Und jetzt guckt euch das mal an, was wir vorher hatten für eine Base. Diese Würfelform und was wir jetzt hier schon gebaut haben für den Botaniker. Ne, kommst du hin, so Platten, tralala. Gehst dann hier so rein. Ne, hast du so Pflanzen, so ein Tischchen. Ich finde das total geil. Kannst mit dem quatschen. Ja, ich brauche neue Rezepte. Voll geil. Und wenn du nach oben gehst, biegst du hier so ab, kannst du aus dem Fenster gucken. Ne, alles grün. Und dann kannst du hier, kannst du anfangen, hier deine Landwirtschaft zu pflanzen. Das Spiel ist so geil. Bock, bock. Kein Glas mehr. Düdüdüd. So. Genau, dann könnte man zum Beispiel dann auch sagen, dass wir einfach... Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Das ist hier. Ist das jetzt... Genau, dass man sagt, dann geht hier zum Beispiel so ein Weg einfach weiter. Am besten so ein Zweierbreite oder so. Klingelt da ein Telefon oder so? So. Den wollte ich gar nicht bauen. Und dass man hier dann so einen Weg hat und dann einfach, wie gesagt, farblich mäßig wird er jetzt orange. Weil man ja hier so Richtung Werkstatt und so geht und tralala. Und wir müssen ja noch... Für die anderen müssen wir ja auch noch Sachen bauen, die für unseren... hallo? Für unseren, Waffenmeister. So, müssen wir hier hingehen. Na, dann kannst du hier lang gehen. Lalala, dann kommst du hier wieder zur Main Base. Das ist ja der grundlegende Baustein für eine Base ist. Hier quasi diese mittlere Dinge. Machen wir einen hier und einen hier. Dann kannst du hier reingehen. Und kannst aber auch gleichzeitig dann... Hallo? Hallo? Ist manchmal irgendwie nicht so ganz bei der Sache. So. Zack. Das machen wir wenigstens noch fertig hier, komm. Dann haben wir das wenigstens schon. Und dann kannst du hier... Hier müssen wir dann gucken, mit dem Weg nach drüben müssen wir dann gucken. Also hier kannst du dann, ne, wie gesagt, hier soll dann der Weg lang führen und so. Oh, wir haben Schutz offline, warte mal eben. Ich geh mich mal eben aufwärmen. Weil wir haben ja gerade draußen Sturm. Es stürmt! Es stürmt Gewitter! Gewitter! Kennt einer von euch eigentlich die Gewitteroma? Gewitter. Auf YouTube, die mal bei der Polizei angerufen hat. Gewitter. In Neuss. So. Dann gucken wir mal. Also. Bauen wir hier auch nochmal so ein bisschen breiter. Genau. So. Ich finde das voll geil. Das macht so viel... Huch. Hallo. Das macht so viel Spaß zu bauen hier. Ja, also wie gesagt, hier Werkstatt, tralala. Vielleicht macht man hier auch neutral einfach die Farben. Dass man zum Beispiel sagt, hier farbemäßig, keine Ahnung, was hier weiß. Aber verrostet weiß. Material verrostet, aber Farbe weiß. Hier weiß. Ne, neutraler Weg. So. Ne, tralala, tralala, tralala.
Ne, weil ist ja der neutrale Weg, weil wir fahren ja, wir gehen ja hier zur normalen Base. So. Weil die Base ist ja auch normal, die Main Base, worum es hier geht. So weiß. Na, und dann hast du hier halt den Weg, den orangenen, dann halt zur Werkstatt, wo dann halt hier, wie gesagt, das mit den ganzen Fahrzeugen ist. Oh, das ist so geil. Wer kennt sie nicht? Wer kennt was nicht? Was denn? Und wir müssen das Lagersystem noch aufräumen. Oh mein Gott, das müssen wir auch noch ändern. Abändern auf jeden Fall alles. Alter Schwede. Wir haben auf jeden Fall jede Menge zu tun. Ich werde mal Zink und die Platten mal eben einräumen. So, warte mal, war das hier? Ja, Zink kommt hier rein. Titan haben wir auch. Wir müssen auf jeden Fall auch auf Titanreise und so gehen. Demnächst mal. Kohlestoff. Okay. Brauchen wir gerade nicht. Ich werde mal eben hier ein bisschen sortieren. Warte. Das kommt hier oben rein. Iridium lassen wir auch mal hier. Das heißt also, dass wir demnächst in der Staffel hier, gehen wir eben ausladen. Demnächst müssen wir weiter Ressourcen farmen. Man mag es gar nicht glauben. Kryozagen brauchen wir nämlich. Hier haben wir wieder Kryozagen. 18 Stück nur noch. Das heißt, wir müssen demnächst auf Kryozagen farmen wieder gehen, damit wir wieder ein bisschen mehr Glas bekommen und auf andere Ressourcen. Wir müssen noch die Ryogogen müssen wir noch sammeln, die es unter Wasser gibt. Und ja, wir haben noch so viel zu tun, auch mit unserer Base. Ich finde das jetzt alleine schon, wie geil das jetzt hier aussieht. Das macht schon, das macht einen ganz anderen Eindruck, als wie es vorher wir hatten. Also, na gut, da hinten, das ist noch so ein bisschen No-Go-Area. Das ist ja noch im Bau, aber das hier finde ich schon, das hat schon... Das hat schon... Gibt's hier nicht so ein... Warte mal, Fotomodus gibt's doch hier auch, ne? Hier. Können wir mal raus... Warte mal, können wir mal rauszoomen? Also so sieht das jetzt momentan aus. Also ich finde... Das hat schon... Das hat schon mehr Wert wie vorher dieser Klops. Und wie geil das ist, wenn andere Spieler hier hinkommen, gucken so... Boah, geil, Alter. Guck mal da, Biom und wie das gebaut hat und tralala. Ne, hier hinten könnte man irgendwie vielleicht auch nochmal irgendwie was machen oder so. Ne, hier schön die Wege. Das wird auch noch alles abgeändert, so ein bisschen. Ne, hier oben hast du dann, wie gesagt, das Büro von dem Typen. Na? Mit Panoramablick quasi. Also das... Also ich könnte mir schon gut vorstellen, das wird richtig geil noch. Das wird definitiv noch richtig geil. Wir haben da noch jede Menge zu tun. Ich würde gerne mal eben was bauen, was ich vorhin abgebaut habe. Aua, was denn jetzt? Wieso habe ich denn jetzt Schaden genommen? Von was? Das Spiel. Alter, was denn? Was schlicht... Ich baue mal eben einen Speicherpunkt. Die Frage ist, wo baue ich einen Speicherpunkt hin? Ich baue den jetzt einfach mal hier hin, so provisorisch halber. Am besten... Ja, komm, wir bauen den mal hier hin, so. Ja, dann können wir nämlich speichern. Und, dann mache ich das mal. So, Spiel gespeichert. Ich gehe nochmal eben in den Fotomodus, weil ich fand das gerade so total geil mit der Kamerafahrt. So. Ja. Und ich würde sagen, für diese Aufnahme war es das auch erstmal gewesen. Und ja, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder hier bei No Man's Sky. Und dann werden wir weiter die Basis ausbauen. Und wir werden noch, wie gesagt, ja, ein bisschen auf Ressourcenfarming gehen. Und ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei auf YouTube. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge No Man's Sky. Tschüss.